Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt. Hinter der Kamera, vor der Kamera, Kamera Robert Meierhofer. Robert, was ernten wir jetzt? Wir ernten jetzt eine Bitterorange. Hier haben wir eine spezielle Form, das ist die Citrus Aurantium salicifolium, die weidenblättrige Bitterorange. Man erkennt es an den Blättern, sie hat viel schmälere Blätter als eine normale Citrus oder eine normale Bitterorange. Länglich schmal, drum weidenblättrige Bitterorange. Okay, welche ernten wir jetzt da von den wunderschönen Früchten? Die Pflanze hat jetzt vier Früchte dran, die alle eigentlich voll reif sind. Eine schöne dunkelorange Farbe. Ich denke, ich nehme, wir wollen die Pflanzen auch noch hier verkaufen, wenn es gut geht am Gartenfestival. Ich nehme die. Genau, wir sind hier auf Ippenburg. Ja. Die hier innen versteckt ist, weil es am wenigsten auffällt, wenn die. Okay, hört. Wieder mit der Schere. Ich nehme hier wieder die Schere, damit ich die Frucht nicht verletze und den Zweig nicht breche. Ich setze hier an und schneide einfach mit ein bisschen Stiel die Frucht ab. Oh, jetzt geht's dann ans Essen. Genau, bin mal gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Ich habe noch nie eine Bitterorange gegessen oder versucht. Das ist mein erstes Mal. Das Interessante an der Bitterorange ist auch, dass sie so viele Kerne hat. Mhm. Und das sind alles Polyembryonen, das meiste Polyembryonen und durch Apomixis zustande gekommen. Also die haben die genetische Information nur der Mutter. Fremdbefruchtung spielt keine Rolle. Und die entstehen ohne Befruchtung und die verdoppeln und vermehren sich auch noch. Dann reden wir von Polyembryonie. Offenbar muss es in der Evolution so gewesen sein, dass die Pflanze belohnt wurde, wenn sie sich selber 100% reproduziert. Also ganz anders wie bei nördlichen Früchten. Würde man die aussehen, würde es wieder die gleiche Sorte geben, nur müsste man dann 7 bis 15 Jahre warten. Und das muss man bei unseren veredelten Pflanzen nicht. Aber jetzt geht es ans Probieren. Das ist schon ein bisschen ein Härtetest, Robert. Ja, ich glaube, ja, normalerweise wird nicht die ganze Frucht verwendet, nein, sondern eher die Schale bei den Bitterorangen zum Aromatisieren. Genau. Und dann essen wir mal die Schale zuerst, oder? Man weiß sofort, woher der Name kommt. Bitter. Bitter. Ja. Nach der Bitterkeit kommt ein bisschen das Zitrus-Orangen-Aroma, aber bitter. Bitter. Schauen wir mal, wie das Fruchtfleisch schmeckt. Es kann nur besser werden. Ist eigentlich überraschend mild, auf den ersten Augenblick. Aber auch wieder eine Bitterkeit. Die kommt aber nachher. Ja. Zuerst kommt das überraschend milde und dann kommt die Bitterkeit. Und eigentlich schmeckt man die typisch englische Bitter-Orangen-Marmelade, schmeckt man eigentlich, genau, beim Fruchtfleisch sofort raus. Mhm. Es gibt ja dann die gemacht wird ohne Fruchtstücklein, und da gibt es die andere, die gemacht wird mit Fruchtstücklein, und die schmeckt so ein bisschen wie die, wo Fruchtstücke drin sind. Also auch arg bitter, aber eine angenehmere Bitterkeit als in der Schale. Und ich glaube, ich würde den Saft lieben. Mhm. Der könnte richtig durchlöschen sein. Das könnte ein bisschen so wie Bitter Lemon in die Richtung gehen, ja. Genau, durchlöschend, mit Wasser verdünnen und dann so als Sommererfrischungsgetränk sicher was Gutes mit der Bitterorange. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.